Herr Krautgasser, Elektrotechnik in Gebäuden für Nicht-Elektriker heißt ein ganz neues Seminar der UVE Academy. Sie sind der Vortragende. Was lernen denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Seminar? Den Umgang mit elektrischer Energie. Die Elektrotechnik hat in allen Bereichen bei uns Eingang gefunden, zum Beispiel Sicherheitsbeleuchtung, Notstromversorgungen und vor allem auch, wenn ich dafür die Anlage verantwortlich bin, wann muss ich was ausschalten, wann muss ich Abdeckungen anbringen und auch das Grundwissen, wo verwende ich welches Betriebsmittel? Weil es macht einen großen Unterschied, ob ich an einer Fleischerei einen Schalter montiere oder in einem Hotelzimmer. Welchen Hintergrund sollte ich mitbringen, um bestmöglich von Ihrem Seminar profitieren zu können? Ich würde sagen, einen gesunden Menschenverstand, ein naturwissenschaftliches Wissen und ein bisschen Ahnung von Strom und Spannung. Bei welchen Aufgabenstellungen hilft mir dann das Wissen aus Ihrem Seminar weiter? Beim Vergleichen von Angeboten von Elektrikern, von Anschauen von E-Prüfbefunden, Erkennen von Grenzwerten, die überschritten werden und vieles mehr. Wenn ich Ihr Seminar besucht habe, kann ich auch gewisse Risiken vermeiden. Welche sind das denn? Ja, vor allem, wenn ich der Anlagenbetreiber bin, kann ich meine Risiko so weit abschieben, dass der Elektrotechniker haftet, dass die Prüfbefunde in Ordnung sind. Wenn ich in einem großen Unternehmen arbeite, wo ich für die elektrotechnische Anlage verantwortlich bin, kann ich den gewerberechtlichen Geschäftsführer schützen und natürlich auch mich selbst, um von irgendwelchen Haftungen ausgeschlossen zu werden. Vielen Dank für das Interview. Danke.